Es wird mir, glaube ich, auch nicht auf der Karte angezeigt. Das ist ein bisschen nervig. Und das ist das, warum ich das bei Turok so nervig finde, Alter. Jetzt mal ohne Scheiß. Das ist richtig blöd, weil jetzt können wir hier nämlich suchen. Und wenn wir das gefunden haben, dann war es das ja noch nicht. Dann müssen wir wieder zum Ende, also zum Ende des Levels gehen. So, meine lieben Zugucker, herzlich willkommen wieder zurück zu Turok 2 Seeds of Evil Part Nummer 3. Ich habe jetzt mal... Okay, der hat jetzt hier einfach noch gezuckt. Ich habe jetzt mal was probiert. Ich versuche mal, den Part ein bisschen kürzer zu halten. Aber dafür läuft er jetzt auf 60 Frames. Weil mir das doch tatsächlich aufgefallen ist, dass das ein bisschen ruckelig wirkt. Bei dem nur 30 Frames aufnehmen. Weil das hier quasi runterskaliert von den 30... Nee, stimmt nicht, von den 60 Frames, die hier angezeigt werden auf der Xbox. Ja, und deswegen... Gucken wir mal, wie das läuft. Und was haben wir hier? Ich bin Turok. Okay, hier geht noch nichts auf aktuell. Dann müsste es wahrscheinlich hier rüber gehen. Attackbogen, Sniper-Modus eingeschaltet. Ja, perfekt. Attackbogen und Sniper-Modus finde ich nice. Ah, guck mal. Hier. Alter, direkt wieder instant. Fast wieder ein Level up. Hier geht's nicht lang. Oh, Moment. Gewehr. Ja, danke. Gibt's hier noch was? Ne, hier ist nix. Da sind bestimmt welche drin. Ich weiß nur nicht, wie ich die Türen aufkriege, aber das, jetzt wäre ich fast wieder runtergefallen, gell? Moin! Tschüss! So. Okay, die Sache ist jetzt immer, wo muss ich hin? Boah, der hat's regelrecht zerfetzt. So. Okay, dann gehen wir mal hier hoch. Kann ja eigentlich nur richtig sein, hoffe ich. Mistkerl. Oh, fein. Ach, guck mal, wieder ein Schlüssel. Level 3 Schlüssel. Sehr gut. Ich glaube, in diesem Level gibt es sogar sehr, sehr viele Schlüssel. Lass mal gucken. Nein, stimmt nicht. Vorräte. Oh, geil. Wir haben alle Schlüssel aufgesammelt. Perfekt. Ja, geil. Und jetzt? Moment, da wird mir noch was angezeigt. Ach, das ist die Kiste. Machen wir mal auf. Wow. Okay. Dann gibt's da unten noch was. Geht das? Ah, daneben. Ja, der ist weg. So, noch ein Schalter. Wo ist der nächste? Daneben. Komm, die Tür ist... Ja, die Tür ist auf. Moinsen! Hi! Tschüss! Mann! Welche Tür geht jetzt auf? Ah, daneben. Hier aber noch... Doch, da auch. Oder... Wie komme ich denn wieder hoch? Ihr müsst doch... Da ist die Treppe, okay. Nur mal gucken, ob hier jetzt schon was offen ist. Ja, tatsächlich. Ist jetzt die Frage, ob hier... Okay, ich weiß nicht, ob das... Nein, das ist falsch. Ich glaube, das hier ist tatsächlich das Endding. Da können wir noch nicht hin. Weil wir das letzte Child noch nicht gesammelt hatten. Befreit haben. Ich glaube, wenn wir das nämlich aktivieren, dann fliegen wir zum Anfang des Levels. Das ist scheiße. Weil dann können wir nämlich hier überall wieder langlaufen. Ist zwar alles offen und so weiter, aber ich kann mich jetzt nicht an einen richtigen Shortcut erinnern, tatsächlich. Ah ja, okay. So. Ah ja. Das. Warp-Portal aktiviert. So, lass mal gucken, was hier so geht. Oh ja. Okay, das sieht nach einem Bossfight aus, tatsächlich. Okay. Ja, das ist ein Bossfight. Jetzt kommen hier nämlich sau viele Gegner und dadurch kriegen wir... Okay. Ich habe so gut wie nichts verstanden. Aber wir müssen uns jetzt verteidigen. Jetzt wird es nämlich hart. Okay. Auf geht's. Ja. Die sind echt böse. Die sind echt böse. Meine Hände darf nicht aufgehalten werden. Die Tote Schlüssel fallen. Das Gleiche nicht muss aus dem Los retten. Chaos muss fremd werden. Was
Okay. Die kommt tatsächlich auch im dritten Teil vor. Hauptsächlich. Ja, okay. Es ist sehr dramatisch. Es ist sehr dramatisch. Passt schon. Oh, fuck, ey. Das könnte jetzt hart werden. Kann ich nochmal safen? Ja. Okay. Da sind die Gegner. Oh, oder auch nicht. Ah, okay. Jetzt kommen die Gegner. Oh, fuck, Alter. Die sind schnell. Die sind schnell und gefährlich. Oh. Das Problem ist, ich sehe hier halt kaum welche. Okay, perfekt. Alles weg. Kommen immer mehr. Was seid ihr? Fuck. Ja. So, du bist weg. Ja, alles weg. Haben wir es geschafft? Oh, geil. Wir haben es tatsächlich geschafft. Okay, ich habe es irgendwie härter in Erinnerung gehabt. Aber ist okay. Nice. Nee, hier gibt es sonst nichts. Okay, wunderbar. Dann haben wir das Ding. Du hast einen Teil des Partikelbeschleunigers gefunden. Das ist die krasseste Waffe, der Partikelbeschleuniger. Ohne Mist. So, was geht jetzt hier? Ah, Aiden! Turok, eine merkwürdige Kreatur befindet sich an diesem Ort. Ich weiß nicht, woher sie stammt, aber sie kommt mir bekannt vor. Sei besonders vorsichtig, wenn du die Warp-Portale betrittst. Was auch immer diese neue Bedrohung ist, es scheint, als ob falsche Portale errichtet wurden, um dich in eine Falle zu locken. Oh, cool. Alles klar. Da bin ich gespannt. So, wo komme ich jetzt raus? Wieder da oben bei dem... Ja, okay. Ist jetzt die Frage, wie komme ich, wo muss ich jetzt hin? Wir können ja dieses eine Fake-Portal, wenn es denn ein Fake-Portal ist, verwenden. Wo war das denn jetzt? Das war... fuck, ich habe mich verlaufen. War das hier? Hi. Ja, genau, hier war das, ne? Ja, okay. Wir gucken mal, ob das klappt. Ja, ich weiß nämlich nicht, ob das jetzt hier, ob wir jetzt wieder an den Anfang kommen. Spielstand gespeichert. Mission gescheitert, siehst du? Alter, halt dein Maul. Jetzt können wir nämlich das letzte Child suchen. Boah. Dein Ernst. Ist jetzt die Frage, das will ich irgendwie nicht. Wo war denn der letzte Spielstand? Da, ne? Hier. Ja. Ich hab's mir nämlich gedacht. Ohne Scheiß. Ich hab's mir gedacht. Ist jetzt die Frage, wo ist. Ja, wo ist das letzte rettende Kind? Weil es ist jetzt tatsächlich schwierig. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Es wird mir, glaube ich, auch nicht auf der Karte angezeigt. Das ist ein bisschen nervig. Und das ist das, warum ich das bei Turok so nervig finde, Alter. Jetzt mal ohne Scheiß. Das ist richtig blöd, weil jetzt können wir hier nämlich suchen. Und wenn wir das gefunden haben, dann war es das ja nur nicht. Dann müssen wir wieder zum Ende, also zum Ende des Levels gehen. Und, ja. Ich habe halt keine Ahnung, wo wir lang müssen, aber ich denke, das werde ich offline machen. Ich weiß halt wirklich nicht, wo ich jetzt hin muss, gell? Fuck, ey. Da ist das letzte Portal. Aber hier ist auch nichts. Okay, und tschüss, Boy. Ich meine, wir könnten natürlich auch nochmal komplett zurück. Ich dachte eigentlich, dass das da so wäre, weißt du? Aber... ja, irgendwie nett. Ist das vielleicht hier irgendwo? Geht's nicht lang? Da oben ist doch was. Komm ich da hin? Da oben ist doch was. Seht ihr das? Da komme ich doch... Scheiße. Das ist halt das, was ich meine. Und da fängt nämlich das Spiel an, mich zu frusten, weil ich nicht weiß, wo ich hin muss. Das ist nämlich richtig blöd. Es wird halt nicht auf der Karte angezeigt, gar nichts. Jetzt kannst du sie halt suchen. Jetzt
Ich kann sie halt wirklich suchen und dir einen Wolf suchen. Komme ich denn hier eigentlich... Zusatzfunktion, was gibt denn hier Zusatzfunktion? Hm, wow. Ah, Alter, ist das nervig. Okay, dann machen wir das jetzt hier, beziehungsweise ich such das Child mal, aber erstmal offline kurz davor, wenn ich da bin, dann, ja, dann sollte das passen. Wie gesagt, dann haben wir es ja dann gefunden. Hoppala. Tschüss. Das Problem ist halt auch, dadurch, weil wir die ganze Zeit das Kind dann suchen müssen, geht halt auch unsere Munition flöten. Ich meine, klar, wir sind dann bei irgendwelchen Portalen. Ist das dann kein Ding? Weil da können wir uns ja wieder die Munition holen, aber ja. Die müssen wir dann auch erstmal wieder finden. So, das war hier der Schalter. Ich kann gar nicht runtergehen. Ich kann nur hier hoch. Was ich halt machen kann, ist, mich nochmal an den Anfang des Levels teleportieren. Ich glaube, das mache ich auch. Scheiß auf den Fake. Müssen wir machen. Weil anders geht's nicht. Und das ist halt das, was mich wirklich mega genervt hat bei dem Game. Wo ist denn der Fake-Eingang? Tschüss. So, du lässt mich jetzt mal... Ah, ins Maul. So, was wir jetzt auf jeden Fall machen, wir werden... Schade. Kann ich hier... Nee, hier gibt es auch nichts. Schade. Okay, was wir machen ist, ich werde hier mal ein Safe-Game machen. Und zwar vor dem Portal. Ja, das muss ich mir merken. Weil dann mache ich nämlich jetzt, dann gehe ich nämlich jetzt hier rein. Mission haben wir nicht geschafft, weil fehlt ja noch eins. Und, genau. Dann suche ich das mal. Gucken, ob ich es finde. Und genau, dann würde ich nämlich sagen, geht's direkt dann weiter. Muss ich mir merken, dass wir da nicht nachher noch irgendwas überschreiben aus Versehen. Das wäre nämlich ätzend. Okay, dann meine lieben Zugucker, vielen Dank fürs Zusehen. Das war wie gesagt auch noch eine Testaufnahme wegen dem 60 Frames. Und in dem Sinne, passt auf euch auf und bleibt gesund. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.